Baumfeld. Unter diesem Motto stand der Arbeitseinsatz am 29. Februar 2020 im Museum der Rhein-Sieg-Eisenbahn in Asbach. Für zukünftige Bauvorhaben mussten die vielen kleinen Bäume rund um den Güterschuppen weichen. Doch zuvor musste der Triebwagen T2 aus dem Gefahrenbereich geholt werden. Anschließend fiel ein Baum nach dem anderen und wurde anschließend zerlegt. Neben den Fellarbeiten wurden auch kleinere Arbeiten an den Fahrzeugen durchgeführt, wie hier an unserer Diesellok V6 aus dem Jahre 1957. Um 18 Uhr fiel mit der Birke der letzte Baum auf dem Areal vor dem Güterschuppen. Anschließend folgte wieder das aufwendige Entasten und Zerlegen des Stammes. Im Hintergrund steht der Güterschuppen, dessen Renovierung demnächst mit einem neuen Boden und dem Bau der Rampe abgeschlossen werden kann. Im letzten Tageslicht konnte auch der Triebwagen zurück an seinen angestammten Platz neben dem Güterschuppen, wo das Fahrzeug aus dem Jahre 1938 auf seine umfangreiche Aufarbeitung wartet.
Die V6 macht sich auf den Weg zum Lokschuppen. Dort wartet für Maschine und Personale der wohlverdiente Feierabend. Der erste Vorsitzende zieht sein Resümee zum heutigen Arbeitseinsatz. So, die aktuelle Baumfällaktion in Vorbereitung auf den Gleisbau war ein voller Erfolg. Herzlichen Dank an dieser Stelle an meine Kollegen aus dem Verein und den Kollegen Seiner für die Fellarbeiten. Auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag.